Ja, neben mir sitzt Brenda Lean. Brenda ist 21, Kurzfilmmacherin und mit ihrem neuesten Film Call of Cuteness auch auf der diesjährigen Berlinale bei den Berlinale Shorts vertreten. Brenda, wie würdest du deinen Film beschreiben? Worum geht's? Also das Konzept von dem Film war erstmal, dass ich sozusagen das Leben einer Ware beschreibe. Also eine Katze wird sozusagen geboren und konsumiert und die ganze Zeit ausgebeutet. Und dann am Ende, sobald sie Kinder bekommen hat, wird sie weggeschmissen ins Meer. Und ich wollte sozusagen, also wenn man den Film sieht, ist auf jeden Fall sehr viel Gewalt drin. Und ich dachte mir halt, es gibt so viel Gewalt und irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen oder umweltfreundliche Arbeitsprozesse, die sozusagen aus unseren westlichen Ländern outgesourced wurden oder ausgelagert, die sozusagen für uns total unsichtbar sind. Und dieses Leid, was für uns unsichtbar ist, wollte ich sozusagen auf den Körper der Katze übertragen, weil die Katze ja sehr glorifiziert ist irgendwie in unserer Kultur. Und irgendwie alle lieben Katzen und die Frage ist auch vielleicht, ob diese Katzenvideos ja so eine Art Ablenkung sind von was sonst so auf der Welt passiert vielleicht. Ja, deshalb ja vermutlich auch Cuteness. Ich meine, das ist ja der Inbegriff der Katze. Also du hast versucht, mit dem Niedlichen der Katze rumzuspielen, um zu zeigen, wie brutal und wie schwer es eigentlich mit Leuten durchgeht, die wirklich diese Konsumsachen machen oder wie. Ja, oder auch einfach so diese Lust, die wir an unseren Sachen haben. Also es ist auch so die Glorifizierung von Dingen oder von den Sachen, die wir uns kaufen oder die wir uns kaufen wollen. Und natürlich in dem Film, da gibt es eine Stelle, da kommt so ein sakraler Chor, wo gesungen wird Gloria Objecto. Und sozusagen diese Glorifizierung von ja, diesen ganzen Waren und Konsumgütern, die wir haben und die womöglich teilweise wichtiger sind oder als irgendwie andere Dinge und einfach so ja, Konsumismus als eine Religion vielleicht, als eine neue, also sozusagen Konsum als nicht mehr Mittel zum Zweck sozusagen, zum Überleben, also weil wir müssen ja alle konsumieren, Essen, Luft, alles Mögliche, aber Konsumismus wäre sozusagen, wo wir sozusagen konsumieren als Selbstzweck und das sozusagen unser neuer Hauptlebensinhalt ist oder so, ja. Jetzt mal eine ganz kurze Zwischenfrage und zwar, also du siehst die Katze wirklich so als Produkt, als Objekt, oder? Ja, also die Katze ist ja sozusagen abrufbar im Internet. Also wir können jedes Mal, wenn wir sozusagen so einen Süßheitsschub haben wollen, können wir ins Internet gehen und uns den reinspritzen sozusagen fast. Und ja, genau. Okay, man erkennt bei dem Kurzfilm, dass es sehr, sehr aufwendig war, den zu machen. Also ich habe irgendwie auch dann noch Behind the Scenes ähnliche Bilder gesehen, dass es eben auch um Linol gearbeitet wurde. Wie lang war dieser Produktionsdauer dieses Kurzfilms und wie kommt diese Inspiration, dieser Andrang, das so viel Herz reinzugeben in diesen 5-minütigen Kurzfilm? Also mit Linolschnitt wurde jetzt nicht gearbeitet, das war nur ein anderes Projekt, was ich noch auch mit demselben Motiv gemacht habe. Also die Technik heißt Rotoskopie, das heißt, ich habe sozusagen Found Footage aus dem Internet, also ich habe Fotos und Videos aus dem Internet genommen und habe die sozusagen auf Papier abgepaust und also gezeichnet und danach digitalisiert. Und ich finde, es ist irgendwie eine ganz interessante Technik, weil vielleicht kann ich da ein bisschen aus dem Entstehungsprozess erzählen. Also es gab zum Beispiel einmal eine tote Katze, die ich gezeichnet habe. Also der Körper war total verrottet und sowas und ich fand es total eklig, das anzugucken. Aber sobald ich es halt gezeichnet habe und wirklich nur noch die Zeichnung da war, da war dieser Ekeleffekt irgendwie weg gewesen. Also irgendwie, man hat sich nicht mehr geekelt und dieser Schockeffekt war weg. Und dadurch konnte man wirklich auf den Inhalt von dem Bild sich konzentrieren und überlegen, was steckt hinter diesem Bild. Also das fand ich halt interessant an dieser Technik, dass man halt wirklich guckt, warum wird jetzt diese Gewalt dargestellt? Wer wird in der Gewalt, wem wird Gewalt angetan? Und ja, also diese ganzen Fragen, also diese strukturellen Fragen, die wir uns natürlich auch in unserer Kultur, in den Nachrichten fragen können oder in Filmen, warum ist jetzt die Person immer in der Opferrolle oder ja, diese ganzen Fragen halt. Die Frage war gerade sehr umfangreich, aber um noch auf die Frage einzugehen, wie lange hat eigentlich war jetzt eigentlich die Produktionsdauer des ganzen Kurzfilms? Also ich glaube, ich habe insgesamt so circa 7 bis 8 Monate daran gearbeitet. Wahrscheinlich so ein oder zwei Wochen insgesamt
Material einfach zusammengesucht und irgendwie so das Konzept entwickelt und dann wahrscheinlich so 3 Monate schon gezeichnet einfach nur. Also es war mit Pausen, aber ja, der Zeichenprozess ist dann meistens sehr lange und dann eben auch das Kolorieren. Also das ist sozusagen zweistufig. Erst zeichne ich das, dann fotografiere ich das ab und dann wird es, dann koloriere ich das tatsächlich auf dem Computer und genau, da muss alles noch animiert werden, also es ist ein bisschen aufwendig, aber ja, das macht natürlich auch Spaß und dann habe ich eigentlich so 4 bis 5 Monate oder so auch schon geschnitten, weil das ist dann wirklich nochmal so ein, also animieren ist manchmal Fließbandarbeit, also das kann man, da muss man nicht so hundertprozentig konzentriert sein, aber wenn man dann schneidet, das ist ja wirklich ein kreativer Prozess, wo man sich wirklich überlegen muss, was will ich jetzt eigentlich erzählen und auch, ich habe ja auch die Musik komponiert und da war eben auch die Frage, ja, welche Stimmung will ich jetzt erzeugen und mit welchen Instrumenten will ich das machen und ich habe mich dann eben für eine sehr quantifizierte Musik, also so Loops, solche Beats halt entschieden für manche Stellen und dann für 2 Stellen habe ich mich eben für solche choralen Gesänge eben entschieden und da ist nämlich auch immer die Frage, ja, welche Harmonien nimmt man da oder ja, wie macht man das einfach alles. Genau, und insofern, das hat dann noch mal länger gedauert. Du hast ja gerade eben noch erwähnt, dass es für dich einfacher war, das Bild der toten Katze zu ertragen, als du es selbst gezeichnet hattest. War das auch der Grund, weshalb du das dann im Film so gemacht hast, damit der Zuschauer das besser erträgt? Ja, also genau, also dass man sozusagen mit einem klareren Blick drauf guckt, dass man nicht nur so verblendet ist von diesem Ekelgefühl, sondern halt wirklich drauf gucken kann und gucken kann, was ist das für eine Gewalt, die da angetan wird. Und es ist ja ein Found-Footage-Film, also Found-Footage bedeutet ja, dass ich mit Material gearbeitet habe, was ich nicht selber angefertigt habe, sondern was ich gefunden habe. Und insofern hat es ja alles eine andere Visualität oder Qualität oder sowas und eine Rotoskopie oder eine Zeichnung bringt es natürlich alles in so einen ähnlichen visuellen Rahmen sozusagen. Und genau, das war auch noch ein Grund. Diese ganzen Body-Horror-Sachen, also wo wirklich die Katze auseinandergenommen wird, das ist dann natürlich selber gemacht. Also da habe ich dann wirklich so Kuscheltier-Katzen so auseinandergerissen. Also das war ein sehr schlimmer Dreh gewesen. Aber ja, genau, also da sind keine Katzen irgendwie zu Schade gekommen. Und man erkennt auch bei allen deinen Kurzfilmen irgendwie einen ähnlichen Stil, der rumläuft. Das ist immer sehr dramatisch, es ist eben auch sehr gesellschaftskritisch. Und es gibt auch jetzt seit eben Call of Beauty und Call of Cuteness. Und es ist irgendwie der Anfang, also die ersten 2 Teile einer Trilogie. Wie wird es jetzt nun, also woran wird es nun weiterlaufen? Oder in welche Richtung wird es immer noch in diesem gleichen Stil bleiben? Oder was ist für dich der Punkt gewesen, dass du wirklich gedacht hast, okay, du machst Kurzfilme und Geschichten dafür, um den Leuten eine Botschaft zu geben und zu sagen, dass irgendwas falsch läuft? Also, wie ist dazu gekommen? Also ich glaube, das hat auch mit dem, also ich glaube, in einem anderen Leben wäre ich Politikerin geworden oder sowas, weil ich habe wirklich schon so ein sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl und ich finde, ich sehe ja in der Gesellschaft, dass einiges irgendwie schief läuft und so und ich glaube, gerade im Film kann man da gut darauf aufmerksam machen. Ich finde, Film ist natürlich ein sehr mit Vorsicht zu genießendes Medium, wenn es jetzt irgendwie um politische Parolen geht. Ich meine, es wurde natürlich auch oft ausgenutzt oder sowas, aber gleich, und deswegen finde ich es halt als Filmemacherin oder Filmemacher muss man ganz stark aufpassen, ja, was zeige ich hier eigentlich und warum und wie kann es sonst noch verstanden werden? Und genau, ich finde gerade im Kurzfilm kann man eigentlich ganz gut, also in so einem kurzen Format kann man schön so schnellen Gedanken irgendwie formulieren und einfach Fragen stellen, die dann zu einer Diskussion führen. Also meistens, wenn ich die Filme auch auf Festivals gezeigt habe, dann waren es halt wirklich so Diskussionen, die danach darüber entstanden sind, was ich ganz schön finde. Und ich glaube, bei einem Langfilm, gut, kann man auch machen, wird sicherlich auch zu einer Diskussion führen, aber es ist natürlich einfach länger. Und ich glaube, bei einem Kurzfilm, da geht es halt wirklich darum, Fragen zu stellen und nicht unbedingt Antworten zu geben, wirklich. Also so sehe ich jetzt dieses Format zum Beispiel. Und was war noch die Frage gewesen? Achso, wegen dem Stil. Genau, also ich habe tatsächlich vor 2 Jahren schon mal einen Animationsfilm gemacht, wo ich eben auch diese Rotoskopie-Technik angewandt habe. Allerdings gab es da einen entscheidenden Unterschied und zwar habe ich da nicht mit Found Footage gearbeitet, sondern ich habe mit Schauspielerinnen und Schauspielern Szenen gedreht und inszeniert und dieses Material dann abgezeichnet. Und wenn man ein paar Mal Animationsfilme sieht, dann sieht man, dass die oft sehr statisch sind, weil das einfach
einfacher zu animieren ist, wenn man sozusagen einfach eine statische Figur hat und die dann laufen lässt. Und deswegen war es mir bei diesem Film von vor 2 Jahren, der heißt Der gekerbte Raum aus Stein gegen ein Ideal aus Glas, sehr langer Titel, aber genau, da wollte ich eben Handkamera benutzen. Und das heißt, es hatte zur Folge, dass ich sozusagen jedes einzelne Bild zeichnen musste und keine Bilder irgendwie wiederverwenden konnte. Und da habe ich tatsächlich irgendwie 9000 Bilder gezeichnet oder sowas. Also es war ein sehr stressiger Prozess gewesen. Bei Call of Cuteness jetzt wollte ich es anders machen. Da wollte ich eigentlich eher so eine Manga-Anime-Technik verwenden, wo teilweise nur die Augen wackeln oder nur das Fell so ein bisschen zittert. Also das ist eine sehr viel reduziertere Form der Animation, aber eben auch so dieses Rotoskopierte und dieses basierend auf dem fotografischen Bild. Und genau, also es ist im wahrsten Sinne des Wortes animiert, also zum Leben erweckt, diese Bilder. Ja. Und ich mache ja eigentlich aber auch, ich mache jetzt nicht nur Animationsfilm, sondern eben auch Realfilm. Also Call of Beauty ist ein Realfilm gewesen, also ein inszenierter Spielfilm auch, Kurzspielfilm. Und genau, also Call of Beauty und Call of Cuteness sind die ersten beiden von der Trilogie. Und da frage ich mich sozusagen, also die Trilogie handelt eigentlich so von unterschiedlichen Internet-Video-Formaten. Und da habe ich mich halt einfach gefragt, warum sind denn bestimmte Internet-Videos so beliebt? Also so bestimmte Genres, warum werden die so viel geguckt? Und was sagt es vielleicht über unsere Gesellschaft aus, dass die so beliebt sind? Oder eben im Umkehrschluss, was haben die denn für einen Effekt auf unsere Gesellschaft? Also ändert das irgendwas in unserem Denken oder Handeln? Und genau, also der erste Film handelt eben von Beauty-Bloggerinnen auf YouTube und Produktplatzierung und Schönheitswahn und so. Der zweite über Katzenvideos und der dritte wird über Entspannungsvideos handeln. Genau. Die kenne ich jetzt persönlich nicht so gut, aber du hast ja eben gerade auch schon ein paar Fragen aufgeworfen. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass ein Kurzfilm Fragen aufwerfen kann. Ein Spielfilm muss Antworten geben. Könntest du dir auch vorstellen, einen Spielfilm zu machen? Ja, also mein Ziel ist auf jeden Fall, Spielfilm zu machen, also einen Langspielfilm. Ja, ich denke, in der Kunst muss man erstmal gar nichts, also man muss auch keine Antworten geben natürlich, aber ich denke mal, dadurch, dass man in einem langen Film, da kann man natürlich Gedanken länger ausformulieren einfach und da wird es wahrscheinlich eher in eine Richtung oder in Richtung Antwort oder so gehen. Also es ist einfach eine tiefere Analyse, sag ich jetzt mal, von einem Thema. Und ja. Was würdest du sagen, ist schwieriger zu machen oder anspruchsvoller, ein Kurzfilm oder ein langer Film? Also ich persönlich habe mit einem langen Film noch keine Erfahrung gemacht, aber ich schreibe gerade ein Drehbuch. Ich habe gerade angefangen, also einmal eine Idee aufzuschreiben und auf einmal hatte ich 30 Seiten Drehbuch vor mir gehabt. Und da habe ich dann schon gemerkt, so krass, da muss man jetzt wirklich gucken, wie ist die Dramaturgie, wie ist die, so die Verteilung von den, weil ich hatte dann gemerkt, so die Einleitung, wo die Figuren eingeführt werden, hat dann auf einmal die Hälfte des Films ausgemacht und der restliche Teil war dann die zweite Hälfte und das ist dann so ein Ungleichgewicht. Also ich denke, da muss man sich auf jeden Fall auch hintasten. Also wenn man das, also das ist auf jeden Fall was anderes als einen Kurzfilm zu machen. Ich glaube, das kann man vielleicht auch ganz gut mit dem Unterschied zwischen Kurzgeschichte und Roman vergleichen. Ich meine, in der Kurzgeschichte werden die Charaktere auch nicht vorgestellt. Man hat eine kurze Handlung und denkt viel länger darüber nach, als man sie liest. Und so ist es ja eigentlich auch bei einem Kurzfilm. Ja. Sehe ich so. Allerdings sind Filme, die auf Kurzgeschichten basieren, meist sogar fast besser als Filme, die auf Romane basieren, weil Romane dann noch mal größer sind als Langfilme sozusagen. Also die haben dann meistens eine noch größere Erzählung. Bei Kurzfilmen ist mir aufgefallen, ich persönlich achte bei Kurzfilmen auch eigentlich noch mehr auf die Technik als bei Spielfilmen. Was würdest du sagen, ist wichtiger bei einem Kurzfilm, der Inhalt oder die Art, wie es dargestellt ist? Also ich würde generell unabhängig von Kurz- oder Langfilm immer auf den Inhalt zuerst gucken und danach würde ich gucken, welche Form wähle ich, um diesen Inhalt perfekt darzustellen. Also zum Beispiel bei Call of Beauty, da ging es ja eben um diese jungen Frauen, die auf YouTube Schminkvideos machen und irgendwie Produktplatzierungen einbinden. Da hätte es keinen Sinn gemacht, da jetzt einen Animationsfilm zu machen. Ein Dokumentarfilm zum Beispiel wäre da jetzt auch nicht so sinnvoll gewesen, weil dann hätte ich natürlich die Leute erstmal zum Reden bringen müssen und die haben ja auch viel Followers zu verlieren oder viele Abonnenten und Abonnentinnen. Insofern wäre da eben die Frage, wie ehrlich das gewesen wäre. Also genau, insofern habe ich da dann dem Inhalt zufolge die Form gewählt und genauso wie bei Call of Cuteness, ich hätte da jetzt keinen Realfilm drehen können. Also ich hätte jetzt keine Katzen auseinandernehmen wollen. Insofern
Hätte ich, aber genau, das hätte eben nicht dem Sinn oder dem Inhalt, ne? Weil es ging eben darum, diesen Schockmoment wegzunehmen und halt den Inhalt dahinter zu sehen. Und insofern, genau, ich würde immer die Form des Films nach dem Inhalt setzen und dasselbe würde ich in einem langen Spielfilm auch so machen. Und ich glaube, Langfilme sind natürlich seltener animiert, weil Animation wahnsinnig aufwendig ist. Also das muss man schon sagen. Also da ist es schon einfacher, einen Kurzfilm zu machen, glaube ich. Vielen Dank fürs Interview, Brenda Lien. Und wir verabschieden uns jetzt vom Interview und vielen Dank fürs Zugucken.